Sega. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Together Aliens Colonial Marines, der zweite Anlauf sozusagen. Wir haben uns entschlossen, also wir sind ich, der Langster und The Verity, haben uns entschlossen, das Let's Play noch einmal neu zu starten, auch ein wenig auf die Kritikpunkte der letzten Kommentare einzugehen und ja, ich drücke mal hier eine beliebige Taste. Verity, du kannst ja mal ein wenig mehr dazu sagen, während ich hier schon mal die Gruppe klar mache, würde ich sagen. Ja, das kann ich machen. Ich begrüße euch auch natürlich zu diesem Reboot. Und das Erste, was euch gleich auffallen sollte, ist, dass das Ganze jetzt ein bisschen düsterer wirkt. Ich habe hier auch so ein Virus draufgetan, der mir bei mir ganz gute Dienste leistet. Und zwar, der macht dieses Ganze hier etwas dunkler und düsterer. Das Ganze schimpft sich SweetFX. Dazu nochmal zusätzlich haben wir eine andere Config sozusagen runtergeladen. Das hat ein findiger Fan, hat das innerhalb von 2 Tagen dann veröffentlicht. Hat da irgendwie was rumgebastelt, dass Colonial Marines jetzt auch den DirectX-10-Pfad nutzt. Und das werdet ihr dann, das wird sich dahingehend auswirken, dass die Lichtquellen etwas intensiver sind. Und ja, dann nehmen wir erstmal die Einladung hier an, dann kann ich weiterreden. Ja, so, und dann hier draufklicken und dann, pass auf hier, join ich immer noch nicht das Game, weil er noch nicht losgemacht hat. So, und ja, wie gesagt, dieses Roleplay-Ding, was wir gemacht haben, wir haben uns das ja auch nochmal angeguckt und das wirkt schon stark dahin gekünstelt, als wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, Schauspieler könnte man sagen. Oh, ich bin tot in 5 Folgen. Oder so ungefähr. Naja, jetzt machen wir das ein bisschen lockerer, das Ganze, dafür aber auch düsterer, mit besserer, verbesserter Grafik. Ich hoffe, dies wird euch zusagen. Ja, da könntest du ja nochmal was zum Schwierigkeitsgrad und zu den Achievements sagen. Ja, genau. Also wir spielen natürlich wie gehabt auf Teufelskerl, den härtesten Schwierigkeitsgrad im Spiel, weil wir einfach der Meinung sind, dass nur so die Atmosphäre auch wirklich aufgeht, also auch für uns, ne, dass das ein bisschen fordernd ist. Ja, und wir werden wohl in dem ersten Level keine Achievements mehr machen, beziehungsweise nicht mehr machen können, weil ihr, wie ihr das ja im ersten Video schon gesehen habt, schon gespielt habt. Wir können das leider nicht resetten, werden aber dann in den weiteren Levels natürlich versuchen, alle Secrets zu finden, sofern möglich. Und ja, das war es eigentlich auch schon, oder? Ja, kann man ja eigentlich mal loslegen. Nicht nur im ersten Level, sondern auch im zweiten, muss man ja leider dazu sagen. Das erste und das zweite Level, da haben wir so gut wie alles gefunden, bis auf die Audio-Logs. Also die haben wir natürlich auch gefunden, aber die können wir ja Gott sei Dank nochmal anhören. Die ganzen Doc-Tags, die ihr schon in dem Part 1 gesehen habt, die können wir leider nicht mehr sehen, finden. Ich weiß gar nicht, ob man die in der Aufnahme da sieht, spielt auch keine Rolle. Und ja, wir haben natürlich jetzt, das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz ansprechen, wir haben natürlich jetzt auch schon so ein paar kleine Modifikationen an unseren Waffen vorgenommen, aber das nicht ganz so stark, die greifen nicht ganz so stark in die Spielmechanik ein. Ich denke, dass überhaupt, dieser Reboot, der wird euch sehr gefallen, wie atmosphärisch, wie anders das Spiel jetzt rüberkommen wird. Vor allem die Lichteffekte sehen so viel besser aus jetzt. Aber gut, ich starte mal jetzt das Spiel, bist du bereit? Starte mal. Schauen wir uns das Intro halt nochmal an, ne? Ich wünsche euch mal allen viel, viel Spaß und los geht's mit Aliens Colonial Marines Coop mit Verity und Langster. Ach so. Jedes Mal vergesse ich los? Das hier. Geht's schon los? Hab doch hier, warte mal. Hab doch hier nur auf Freunde gestellt, oder? Das ging ja einfach. So, jetzt geht's aber wirklich los hier. Meine Fresse hier. Alles so kompliziert, das übersteigt meine geistigen Fähigkeiten. TQ4 04821 5 E9.
distress. My unit has suffered immense casualties on LV-426 and requests immediate assistance aboard the USS Sulaco. Of the survivors, myself, two human females, one of which is a child, and a damaged synthetic. Consider all Colonial Marines dispatched to LV-426 to be KIA. Repeat, all Marines dispatched to LV-426 were KIA. Rise and shine, Marines. This isn't a drill, and you aren't in Kansas anymore. On your feet, Marines. For any new recruits, I'm Captain Cruz, and you are my crew on the USS Sephora. We responded to a distress call sent out 17 weeks ago from the USS Sulaco. Rhino 2-3 went in first and encountered heavy resistance. You are the last of the battalion to get popped out of cryo. So I don't want to hear any bitching because we let you lugheads sleep in late. Get combat ready, and I'll see you in the hangar in 20 mics. Name and rank? Corporal Christopher Winter, 118th Battalion aboard the USS Sephora. Corporal Winter, I'm sending in Rhino 2-1 to reinforce 2-3. How you feeling, kid? I'm feeling good, Captain. But I'm worried about 2-3. That's good, because I'm sending you in to catch up with Rhino 2-1. We're trying to get the Sulaco flight recorder so we can see who caused this. Sir, what happened in there? We shit the bed. Attention, chicks and dicks of the USS Sephora! As of right this second, Rhino 2-1 and Rhino 2-3 are fighting to get a hold of the situation we're in. We don't leave Marines behind. Over the next 2 hours, we're gonna send a series of dropships over to aid with Kazovac on the USS Sulaco. Sir, the Sulaco was reported last seen over Fury 161. How is it back over this planet? Lieutenant Reed, thanks for the interruption. We don't know how that boat got back here. Right now, we're worried about what's killing our Marines in there. This is a liquid situation. Information to follow as it comes online. Ready up. Good hunting, Marines. Hoorah, Dash! Hoorah! Listen up. What I need right now is information. No heroics, no bullshit. I need you to be my eyes in there. Report back anything you see so I know what I'm up against. Roger that. Tell Rhino 2-1 I'm en route to their location. Boah, da sind wir also. Endlich geht's los. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ach, kommt dir nur so vor. Ein Fehler in der Matrix. Alles klar. Wo ist die schwarze Katze? So, da ist er also. Der Sommer, sozusagen. Ja. Sommer und Winter. Ja, ich bin beliebter als du. Ich glaube, das ist Geschmackssache, glaube ich, ja. So, du machst dich direkt weiter auf den Weg. Das heißt, du fährst lieber mit deinem Weltraumfahrrad im Winter durch die Gegend? Da muss man erstmal sagen, die Kleidung macht's halt, ne? Mit der richtigen Kleidung kann ich auch im Winter Spaß machen. Ach so, mit Unterhose macht er das immer, also alles klar. Na, das dann wohl eher im Sommer, also ich dann eher mit Unterhose. Also wer mal in Frankfurt ist, ne? Im Sommer. Da könnte ja jemanden das sehen. Winter, what the hell just happened in there? Raider 6-5, are you in the air yet? Explosive decompression in the Sulaco. This is Raider 6-5. The umbilical is venting atmo into the black. Looks dicey, sir. Dicey?
Raider, I need grown-up words. You have 20 minutes before a total collapse. Shut it down. Winter, you heard the lady. Get to the other side and we're shutting it down. Ah, der blendet mich. Aber richtig extrem. So, wir müssen mal hier ein bisschen schneller. Hier haben wir gar keinen Platz. Was passiert? Sind die jetzt gegeneinander gestoßen oder was ist hier eigentlich passiert? Warum gab es denn eigentlich diese Explosion? Das wissen wir noch nicht. Ach so, das finden wir jetzt raus. Ich hoffe. Ach du Scheiße. Oh Gott. Sieh mal die Leute an. Bei dem brauchst du nicht mehr pumpen, bei dem ist zu spät. Aber auch brutal hier. Guck mal, hey, der Typ, der hat mehr geblutet als eine Frau bei einer Geburt. Okay. Der hat Knieschmerzen? Der Uffmann, deinem Knie geht's gut. Beyond the hangar, engineering perhaps. They moving? No. Wait. I got an unidentified signal. Something's moving. Damn it. Sephora actual. It sounds like 2-3 are holding position. Oh, they're down. We're reading unidentified movement in their area. They could be under attack. Ah, could be. Top für uns, oder? Noch genau die richtigen dafür. Gucken wir mal. Rennt der da immer so rum? I'm heading into rendezvous with 2-3. Remember what I... Sir, there's a... half an unidentified synthetic splattered across the deck in here. Which half? Well, he ain't saying much. Then find me a half that does. Actual out. Ja, für alle, die das noch gar nicht wissen, das Spiel knüpft ja direkt auch an die Geschichte von Teil 2 an. Uns hier ja auf der Sulaco haben wir soeben Bishops Beine gefunden, der ja am Ende vom Film von der Queen zerrissen wurde. Hoffentlich ist die Queen, die Queen wurde ja von Ripley hinausgeblasen, sozusagen. Treten jetzt die Mannschaftsräume der Sulaco. Erkennen an den Spindnamen. Hudsonspind, Baskus, Trish, X. Alles gute Bekannte von uns, haben das ein oder andere Bier auf einem Kameradschaftsabend miteinander getrunken. Ich zumindest, weiß nicht. Ob bin ich so der Biertrinker? Ach so. Ah, da war ein Signal in den Lüftungsschächten, ja. Es geht nur ab. Sonst alles ruhig soweit. Looks like ejected cryo tubes. Hell of a way to wake up. Einer der Räume, wo der zweite Teil beginnt. Da ist es, kann man hier. Oh oh. Wo ist es hin? Noch direkt vor uns auf dem Schirm, aber es entfernt sich. Gut. Aber hier sehen wir schon mal die schöneren Lichteffekte, oder? Sieht doch jetzt viel stimmiger, atmosphärischer aus. Auch schön dunkel, so wie es für Alien gehört. So muss das sein. Lipperig, dass jetzt auch alles aussieht. Cornet. Jesus, no. Vom Schleim hier. Alf könnte fast sagen, angewebt. Wie so ein Spinnennetz. Oder in Gossensprache vollgerotzt. Du würdest das so sagen? Ja, wahrscheinlich.
Where am I? Winner! Grab your torch. Get me the hell out of here. Wollen wir ihn hängen lassen? Nee, oder? Ich hol mal runter, wenn es so jämmerlich ist. Ah, halt durch, mein Junge. Oh, oh. Tama, hoho. Hoho. Gott sei Dank hat das Alien so ein bisschen nur auf dich reagiert. Ja, man sieht deinen Laser halt nicht so gut, deswegen wahrscheinlich. Ja, jetzt mach doch mal langsam, Mensch. Bin noch da. There's some bodies down here, but some are missing. There are one or two Marines missing from Rhino 23. Da ploppt er raus. Winner, regroup what's left. Get him back to the hangar and the rest of 2-1. Do not engage. This is Keys from 2-3, sir. Our mission was to recover the flight data from the Sulaco. Son, I gave you that mission and it's over. Now regroup and come. We have to know what caused this. The flight recorder can get us that. With all due respect, sir, my squad means you shut your goddamn mouth and follow your orders. Actual out. Na, Cruise klingt so ein bisschen angesteuert, ne? Ein bisschen. Grab it, link up with Rhino 2-1. O'Neill, you still there? Damn. Are you guys on the way back? No. You gotta buy us 10 minutes to grab the flight wreck. Our Marines aren't gonna die for nothing. You've got 5 to get that recorder and get back here. Keep an eye out for Bella, Keys. Urata Ash's Marine. We'll keep an eye out. Thanks, O'Neill. Thanks for doing this, Winter. Oh, Novino, Winter. Was soll das denn heißen? Bin auch dabei. Vorsicht, jetzt war wieder Signale auf dem Tracker. Down here with us. I won't let him take me again. Contact, contact, here we go! Ah, stirb! Hier rechts, hier rechts. Okay, habe ich noch einer rechts. Nachladen. Nachladen auch. Oh ja, scary. Steh doch nicht im Weg rum, Mann. Oh. Oh, komm jetzt auf. Okay, ich hol den Flugschreiber. Bitte beschütz mich. Nix. Affirmative, Winner, to save the hi-fis for the bedroom. Get your ass back here. There's no way the flight wreck didn't tape the assholes that did it to the Sulaco. Ob der will den jetzt haben, ne? Ja, hast den. Freut er sich. Steck die Tür, kannst mit ihm durchgehen, ich stehe hinter euch. Da sind noch Signale für uns. Oh, die kommen ja von rechts. Da ist er. Aber noch eins rechts, also vor dir wahrscheinlich. Oh ja. Eieiei, aggressiv die Biester. Noch einer. Noch zwei. Oh, da habe ich mich aber jetzt getroffen, glaube ich. An deinem Helm. Noch. Echt? Wieso hast du nur auf mich geschossen? Steht doch hier noch in dem Fall. Du standst auf einmal vor mir. Ne, ich glaube, dann hast du... Ist das O'Neill oder Keys war das? Keys war das, ne? Ja. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Alter Schwede. Mistvieh! Aber gefährlich nah jetzt. Boah, wo ist er? Wo ist er hinter dir? Alter Schwede. Er hat uns ja fast ausgetänzelt, wa? Mistvieh.
Ja, der Kies wartet schon hier auf uns. Er hat die Ruhe weg. Whoa! Whoa, Junge! Squash that! O'Neill, where I am out of your location in one mic. You're late! Oh! Oh, falsche Richtung, Mann! Vorsicht! Hinter dir, steck dich! Alles klar. Whoa! Die Rüstung hast du? Ja. Ja, sind wir gleich zurück, haben wir es gleich geschafft. Boah. Sieht aber nicht mehr so frisch aus, das Schiff jetzt. Schiff ist mir eigentlich voll egal jetzt, wenn ich ehrlich bin. Wenn du auf den Tracker guckst, hier wimmelt's gerade von den Biestern, ey. An der Decke. Deck so ein bisschen die linke Seite. Mit Paluski oder Polaski. Wie auch immer man das ausspricht. Im Schiff rum. Rechts kommt einer. Lade nach. Rechts noch einer. Bei dir direkt. Oh, hier links jetzt. Ah. Noch mehr. Wer hat den getötet? Wow, scheiße. Auch Munition? Alter, hier ist einer bei mir. Nee. Oh, was ein Flash. Alter, wann geht denn die Tür auf? Das ist eine gute Frage, Mann. Offen, offen, offen. Oh, ich bin gleich. Alter, schon. Boah, das ist aber sau knapp gewesen. Das könnte ich ein Medipack vertragen. Oh, ich habe keine Munition mehr, Mann. Zwei Schuss noch. Mit der Schrotflinte, aber ich weiß nicht wie viel. Ja, meine Pulse Rifle ist auch leer, Uiuiuiui. Oh, da vorne ist Kies. Dem scheint es nicht gut zu gehen. Kies. Oh, ich ahne Schlimmes. Oh, no. Was kam da aus dem raus, ey? Oh, fuck. Na, vor allem, jetzt hat er den ganzen Gang hier gesprengt. Alter Schwede. Kommen wir nicht mehr zurück? Ja, dann müssen wir nach oben, Mann. Ja, zurück zu Zlako. Komm schon, streck mich an. Ah, der wollte uns hier versauern lassen, Mann, der Penner. Was ist mit dem? Warum ist der so anders auf einmal? Oh, komm schon, hilf mir, O'Neill! Wow. Na toll, Flugschreiber auch weg. Ganz toll. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir das Display von vorne an, ne? Holen wir den Flugschreiber nochmal. Aber diesmal gebe ich ihn dann nicht, Kies. Ja, genau. Lag hier irgendwo ein Medikit? Nee, ne? Ich glaube nicht. Boah, immer diese Lampen. All of our Cheyenne-class birds en route to provide Kazovac and ground support. That's almost 80 Marines en route, and we gotta get them somewhere to land. The hangar's out of commission, but we got room in the cargo base. Understood. We are heading to the cargo bay. 2-1 out. Something's not right. Follow me. Na, das ist dann nach dir, O'Neill. Irgendwas ist da nicht richtig. Hopp, rein mit dir. Zuerst, du zuerst? Nee, diesmal du zuerst. Ah.
Lol, ich hab's Loch nicht getroffen. Oh, wie geil das hier jetzt aussieht. Ja, Mann, jetzt ist es mal dunkel. Gehört sich das? Jetzt tropft hier das Wasser von meinem Helm runter, oder? Ah, ne, es ist noch voll in Rohren, okay. Machen wir hier auf. Das ist bloß eine Schleuse zur Dekontamination. Hast du übrigens schon wieder keinen Helm mitgenommen? Bist ja voll der Draufgänger hier. Na, ich glaube, dass man meine geile Frisur sieht. There's no way this is Colonial Marine Tech. It's got way you marking, sir. Oh shit. What? Everything is timestamped after we received the distress signal from what's his name? Corporal Hicks. Hicks. This is 2-1. What do you make of this? Sir, is there someone else on this ship? I have Bishop sending a signal to weigh you. We ain't got time to sit around and play Sherlock. Get back to the cargo bay. Both of you. Out. My god, we are so screwed. Well, das glaube ich auch. Sephora Actual. This is Bella from Rhino 23. Do you read? Loud and clear, 23. What's your status? Weißt du, was ich hier gerade auf den Röntgenaufnahmen sehe? Da ist das Symbol von Wayland drauf. I got separated from my squad. Any news from the rest of my guys? Rest of 23 is presumed dead. I'm sorry, kid. No. Und links das W. Ach so. Garnet? Keys? Wayland Corporation. I can't even think und natürlich die Kameras erklären, sure ne? There, you're the last of Rhino 23. Do your best. Get back here alive. Actual out. Kranker Scheiße, ey. Kann man nur damit Experimente durchführen, dass es mal ernsthaft? Oh. Ja, Wayland Bishop lernt's halt nie. Ja, den Supersoldaten züchten. Oha, ich hab hier 4, 5, 6 Zeichen auf dem Tracker. Ja, hatte ich auch. Links von uns. Audiolog auf dem Tracker. Natürlich genau da, wo wir die Signale haben. Oh, wie schleimig das jetzt alles aussieht, ey. Aber die Signale entfernen sich. Oder wir entfernen uns, eins von beiden. Ah ne, die sind noch in derselben Position. Aber wir haben auf jeden Fall, Gott sei Dank, nochmal frische Munition für uns und ein Medipack für dich. Oh, nice. Oh, jetzt aber schnell. Oh, da kommen sie schon. Wow. Alter, alter Schwede. We need to reach the top of the gravity well. Rennt er wieder vor der O'Neill. An der Wand links. Sehe ich gar nicht, glaube ich. Ich Taschenlampe an. Ja. Oh, nicht getroffen mit meiner Granate. Sind sie tot? Nee, da ist er noch. Alter Schwede. Was? Hinter dir? Wo? Wow. Noch eins. Wow. Die Rifle nachladen. Ich hab ein Signal. Alter, wo ist er? Wow. Hä, da war noch eins. Das ist doch noch eins, oder? Geh jetzt hier rein, Alter. Ich geh hier rein. Dein Medipack hast du nicht mitgenommen? Du warst schon wieder doch, halt doch. Wenig live. Ja, ich weiß. War irgendwie nicht so gut jetzt. Aber ich lebe. Das ist, nett. Das zählt doch, oder? Versuch doch mal hier das Medipack mitzunehmen. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Oh, Blackout. Ah, herrlich. Ah, kannst du es nehmen? Ja. Ich versuche auch mal hier so. Ah, ich komme nicht ran, es geht nicht. Ah,
hat bestimmt einer festgeklebt oder so. Sie wollte sich an einen Scherz erlauben, meinst du? Ja, ja. Guck mal, der Unier. Noch Pumpgun-Muni brauchst du nicht? Ja, ich würde sie nehmen, ich hab's halt liegen lassen wegen dir. Wo denn? Ich sehe da keine. Ja, wir sammeln, glaube ich, zusammen auf, ne? Ich weiß nicht, ob das auf Teufelskerl auch so ist. Wow, wow. War tot? Nee. Nee, irgendwie nicht so. Oh, aber ich bin tot. Oh, Alter. Alter, er hat... Alter, wieso geht denn der so ab? Hilfe, 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 Hilfe. Ja, Mann, Hilfe. Ja, Mann, der hat mich gerade... Hatte gerade einen Encounter. Alter, dass mal keine Spannung ist. Dann haben wir hier mal einen Audiolog jetzt. Dr. Conrad, I'd like to formally request a transfer off Project Olivia. Though I appreciate the opportunity to be involved in such cutting-edge research, I fear that I will not be personally capable of performing my duties to their fullest. Thank you. This is from Dr. Stanton. By the way. Ich glaube, der Wayland, der hat auch die Motion Tracker gebaut. Kann gut sein, ja. Ist ja so ein Technikkonzern. Weißt du, wie ich drauf komme? Na? Na, da ist auch ein W auf dem Motion Tracker. Ja, nee, aber das ist ja so ein unter anderem Militärtechnik-Hersteller, ne? Wayland Bishop, also naja, die sind ja, glaube ich, überall verwickelt. Das ist ja so ein riesiger Konzern. Ja. Die Waffen, die sind in allem beteiligt. Ja, guck mal, ich habe nochmal neue Munition. So, jetzt bin ich aber voll. Wie kann das denn sein? So schnell. So. Warum der wohl hier wartet, der O'Neill? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal vor. Oh. Alter. Was ist denn los mit dir? Boah. Die hat auch noch angesprungen. Ja, Mann. Mistbiester. Was ist denn hier los? Warum sind die denn auf einmal so aggressiv? Sag mal, wie geil das Spiel sein kann. Auf Teufelskerl. Hier haben wir mal eine Schrotflintenmunition. Ich bin voll. Ich glaube, hier hätten wir jetzt hier auch ein Doc-Tag. Hier auf dem Tisch, Schrank. Wäre dann der zweite gewesen, ne? Der erste war ja kurz nach dem Flugschreiber. Hat das jemanden interessiert? Ich glaube, ja. Ja, können wir ja sagen. Ich sag nur, ich decke rechts. Ja, genau. Du meinst, du bleibst im Raum drinne. Ich hab noch zwei Signale irgendwie vor uns. Hinter, Wurf! Oh, wow. Noch eins! Du hast doch hier schon die verbesserte Schrotflinte. Ich höre das doch, du hast eine Automatik-Schrotflinte. Na und? Immer noch ein Signal, ja, alles klar. Was war das denn eben? Lol. Was denn? Ich möchte lieber nicht näher drauf eingehen. Oh, diese scheiß Säure. Mann. Wie würdest du sagen, jetzt sei doch mal hier kein Memme. Bist du Marine oder eine Maus? Naja, jetzt bin ich gerade eine Memme. Verdammt. Ich glaube, das ist mir zu heftig hier. Ich will nicht weitermachen. Wir müssen aber weitermachen. Ich glaube, wir müssen die ganze Sulaco hier klären. Wie wollen wir sonst hier rauskommen, lebendig? Ja, ich nehme ja mal Medipack oder brauchst du auch eins? Ich glaube, ich weiß es nicht. Musst du mir sagen? Ein bisschen rot flackern tut's. Ja, das siehst du daran, ob das Symbol drüber ist. Wenn es einmal nur da liegt, ohne Symbol, dann kannst du es nicht einsammeln. Und, ja, guck doch, du siehst doch, wie viel Life ich habe. Ja, aber du hast bei mir, also ein Balken fehlt. Also müsstest du es aufheben können. Ich sehe es gar nicht. Wo ist es denn? Ja. Nee, bei mir liegt da kein Medipack.
Ja, dann ist es jetzt meins. So, hier hätten wir jetzt die Schrotflinte von Hicks finden können, wenn wir sie nicht schon gefunden hätten. Dafür nehme ich mir den Anzug. Wir können sie ja trotzdem mal zeigen. Wo haben wir sie denn? Hicks Schrotflinte. Hicks! Schön drauf, KW. Oh, die hat einen voll rostigen Lauf. Ja. Würde ich gar nicht schießen wollen. Da ist er. Was steht denn da drauf? Kannst du das erkennen, was da drauf steht? Ganz schwer zu erkennen. Ja, nicht so richtig. So. Da war der O'Neill schon wieder auf uns. Kannst nicht lassen. Komm mal. Ich bin da. Bin bei dir. Sonst hast du wieder Blackout gleich. Oh, hab ich trotzdem. Ich hab grad ein Audio-Tag auf dem Motion-Tracker gesehen. Ja. Oh. Nein! Alles klar. Noch einer. Für die, die es noch nicht wissen, es gibt übrigens Friendly Fire auf Teufelskerl. Help! Noch eins hinter dir! Hinter dir! Boah, letzter Schuss. Ich glaube, wir müssen hier rein, schnell Munition mitnehmen. Alles klar. Wo ist der O'Neill? Einfach so weitergerannt. Oh Mann, ich geh mal mit Absicht unter dem Wasser durch. Wollte ich auch mal diesen Effekt haben. Ich hab den nie. Signal, oh, cool mit den Lichteffekten hier. Ja. Bravo. Oh, das sind ganz viele. Oh, da liegen Signale. Noch Doc-Tags. Guck mal, Südwesten. Bei mir liegen da keine, Chef. Westlich habe ich noch Doc-Tags, ja, dann nee. Wollte ich die mal holen. Scheiße. Ja, jetzt hier durch? Nee, ne? Nee. Verdammt. Dann hast du den wohl vergessen, Winter. Lol. Das glaubst du? Ist gerade bei mir. Doch, ich glaub's dir. Die Enterprise war hier im Spiel. Energie. Boah, guck mal, wie geil der Raum aussieht hier, der Gang. Ein Signal. Okay. Ah, vor uns links muss was sein. Oh, geil, guck mal, wie dunkel das hier ist, ey. Oh. Vorsicht. Ah, hör auf damit! Make it to the control room, we can pop the doors and blow this shit out into the black! You gotta run this stuff by me before you're speaking crazy! Before you're speaking crazy! Doc-Tags vergessen. Naja. Hä? Ach da! Guck mal, oh, wie er da jetzt hängt. Als hätte ich ihn an der Wäscheleine aufgehängt. Zum Trocknen. Oh, ich habe keine Munition mehr, sehe ich gerade. Nehmen wir hier mal eine Rüstung. Oder rechts oben sind sie. Lade. Oh, das sind aber scheiß viele, Alter. Oh, verdammt. Ich muss nachladen. Hilfe. Da. So. Ich komme. Look up! Eyes up! Hold them off!
Ganz viele Signale. Alter, wie die hier überall rumkraxeln an den Decken, an den Wänden. Oh, oh! Lass mich! Oh, wir müssen durch, Mann! Boah! Oh nein, ich bin down! Oh, Scheiße! Beeil dich, beeil dich, beeil dich! Alter, hau doch ab, Mann! Ich bin down, ich bin down. Hast du mich aber Gott sei Dank noch irgendwie reingezogen? Da hat mich halt, wollte ich halt angreifen und das war blöd jetzt. Da stand dann halt drücke Maus 5 für mich für Nahkampf, weißt du, weil der halt so nah bei mir stand. E hat nicht funktioniert, ich hab E gehämmert. Wir sollten mal lieber hier den Knopf drücken. Vielleicht bist du das machen hier, Winter. Du bist hier im Rang über mir. Na, verreckt! Verreckt, ihr Mistviecher! Wie sie wegfliegen. Lol, was geht denn jetzt? Oh, 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 das sieht aber. Das ist mal eingeparkt, würde ich sagen. Na, die kann nur eine gute Pilotin sein. Guck mal an, was die für einen Kopf hat. Die richtig Lance-Flare-Effekte bei den Scheinwerfern. In Minuten wird das Schiff mit Marines geflutet. Ja, das war's wohl. Level 1. Ja, das sehen wir nochmal hier. Erkennungsmarken. Ein Doc-Tag. Verdammt, wieso hast du das und ich nicht? Du Schweinehunde. Ich kann dir sagen, was der Unterschied zwischen uns zwei ist. Skill. Da sage ich jetzt nichts weiter zu und beende einfach den Part. So einfach mache ich das jetzt. Ja. Könnt ihr jetzt nochmal kommentieren? So, jetzt haben wir ja den einmal, weil als du hast schon auf verlassen gemacht, ne? Nee, das war automatisch. Okay. Da konnte ich nichts führen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt nochmal eure Meinung dazu sagen, ob ihr das besser fandet. Wir haben direkt den ersten Level komplett abgeschlossen, um halt da nochmal eine Entschädigung dazu zu liefern, nicht wieder da aufzuhören, wo wir beim letzten Mal schon aufgehört hatten. Und dann, ich denke, so wenn man das auch im Grunde jetzt weitermachen, um das Ganze so ein bisschen auch trotzdem atmosphärisch, aber so ein bisschen entspannter und auch für einige Leute unter uns einfacher zu kommentieren, dann quasi. Möchte ich nicht näher drauf eingehen. So, und dann würde ich verabschiede mich schon mal, ich überlasse die letzten Worte dann dem guten Langstar. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Part. Bis dann, bye bye und tschüss. Ja, viel kann man da nicht hinzufügen und deshalb auch von mir ein ganz, ganz schnelles, einen wunderschönen Tag euch noch. Bye bye, euer Langstar.